and the other one is this. Und jetzt pass auf, was kommt. Was das sollte? Das ist eine alte Eisenbahnhupe, weil es nichts auf meinem Boot gibt, was nicht wirklich alt ist. Und da wir gleich abbiegen müssen, warne ich damit schon alle vor, denn bremsen können wir alten Boote nicht. Es ist eine sehr eigene Welt und eine verborgene, die kaum einer kennt. Die Welt derer, die im Schatten der großen englischen Städte auf ihren Kanalbooten leben. Den schmalsten und langsamsten Fahrzeugen, die je über Wasser geglitten sind. Ursprünglich gebaut als Kohlenkähne in der industriellen Revolution, fast ausgestorben nach dem Zweiten Weltkrieg, erleben sie im nostalgiesüchtigen England heute eine sagenhafte Renaissance. Mehr als 100.000 Menschen durchqueren jedes Jahr auf diese Weise ihr Land. Wir haben sie begleitet. Von Manchester im ehemals industriellen Norden bis hinunter nach London, in die glamouröse Hauptstadt der Insel. Sechs Uhr morgens, irgendwo vor Manchester. Brian ist schon an Deck, als wir ankommen. Ein Kanalbootfahrer steht eben immer früh auf. Und meistens putzt er dann als erstes seinen Schornstein. Eine durchaus ernste Angelegenheit. Du zeigst damit deinen Stolz auf dein Boot. Jeder will den glänzendsten Schornstein haben. Manche sind davon richtig besessen. Dagegen bin ich eher etwas schlampig. Sonst ist aber nichts schlampig bei Brian, denn er ist einer der wichtigsten Männer hier. Er liefert Kohle an die Boote und ist gleichzeitig der einzige schwimmende Tankwart der Region. Zusammen mit Annemarie, seiner Gattin, die eigentlich Sekretärin war, bevor sie sich entschied, zu ihm aufs Boot zu kommen, um seinen Traum mit ihm zu teilen. Der Beziehung zuliebe, auch wenn sie jetzt von ihm meist nur seine Beine sieht. That's not me for a cup of tea. Sein Gesicht sehe ich nur, wenn er Tee haben will. Er ruft gerne seine Bestellung hier runter. Eine Tasse Tee, bitte. Und noch etwas zu essen, bitte. Aber er macht das auch für mich. Wir wechseln uns schon ab, auch mit dem Steuern. Das ist schon Teamwork. Meistens heißt Teamwork hier allerdings, dass er am Steuer steht, während sie die Arbeit macht. Die vielen Schleusen und Brücken am Weg öffnen zum Beispiel. Das ist mein Fitnessstudio. Umsonst und draußen und nachts schläfst du gut. Ab mittags wird es hektisch, so hektisch jedenfalls, wie es auf einem Kanal gerade mal werden kann. Per Handy ist Brian im Kontakt mit seinen Kunden, die genau wissen, gegen wie viel Uhr er an welcher Stelle über die Kanäle schippert und meist schon sehnlichst auf ihn warten. Wenn wir die beiden nicht hätten, dann wäre es dunkel und kalt auf unseren Booten. Sie schuften wie verrückt, damit alle hier noch vor dem Winter mit Diesel und Kohle versorgt werden. Und dabei sind sie immer noch so nett. Die englischen Kanalboote waren traditionell Transportfahrzeuge. Annemarie und Brian sind heute die Letzten, die diesen Beruf originalgetreu ausüben. Und genau das mögen ihre Kunden, die ihr Benzin theoretisch genauso gut im Supermarkt kaufen könnten. Man fühlt sich so als Teil der eigenen Geschichte, irgendwie zugehörig und zu Hause im eigenen Land. Und so lebt man gemeinsam, gepflegt, nostalgisch in der Vergangenheit. Die meisten Briten, die so auf dem weit verzweigten Kanalsystem ihrer Insel leben, sind Querköpfe und Individualisten, die nicht mehr mitschwimmen wollen im Strom. Menschen, die ausgestiegen sind aus dem hektischen Großstadtleben und für die jetzt gilt, my boat is my castle. Roy war eigentlich Polizist in Manchester. Als er Melanie traf, tauschte er sein Eigenheim gegen das Boot und zog mit ihr los. Sie kündigte ihren gut bezahlten Werbejob, packte ihren Kanarienvogel ein und hat ihr neues Leben ohne Geld bis heute nie bereut.
Wir suchen jetzt unser Holz selbst zusammen und hacken es, und das kann Tage dauern. Auch wenn wir es dann in ein paar Stunden verbrennen. Du bekommst ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit, die plötzlich langsamer läuft. Es geht plötzlich darum, wie du lebst und nicht mehr darum, wie viel Geld du verdienst. Wir brauchen hier kaum noch Geld und damit verändert sich alles im Leben. Aber du darfst natürlich nicht zu materialistisch sein. Roy, der 30 Jahre lang als Polizist auf Manchesters Straßen unterwegs war, brauchte so aber auch eine Weile, bis er den Mut hatte, wie Brian und Annemarie, alles aufzugeben. Aber irgendwann war ich so desillusioniert, ich konnte ja sowieso nichts ändern am System. Und das hier ist ein wirklich anderes Leben hier. Ein verstecktes, am noch heilen Rand der Welt, wenn man so will. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass man in diesem Leben wirklich und dauerhaft glücklich sein kann. Es ist ein wunderbares Gefühl. Ja, ich glaube, wir haben wirklich Glück gehabt in diesem Leben. In Manchester selbst waren sie schon seit fast 10 Jahren nicht mehr. Die alten Arbeitergegenden, in denen Roy damals patrouilliert ist, würde er heute kaum mehr wiedererkennen. Denn die meisten der so charakteristischen Ziegelhäuser sind zugemauert, verlassen. Die alte Arbeiterklasse verschwindet allmählich. Hier wird schon längst nichts mehr produziert. Und mit den Arbeitern stirbt nun auch ihre Architektur. Stattdessen sind in der Innenstadt mit dem Bauboom der vergangenen Jahre jede Menge Glaspaläste entstanden. Manchester heute ist eine moderne Stadt, die urbanste nach London und sicher die mit dem größten Ehrgeiz auf der Insel. Und die einst vom Kohlenstaub überzogene Metropole hat neuerdings eine echte architektonische Attraktion, den Beetham Tower, das höchste Gebäude der Stadt und mit 170 Metern auch das höchste Wohngebäude Europas. Sein Erfinder, der Star-Architekt Ian Simpson, hat zum Beweis, dass er wirklich an sein Werk glaubt, die obersten beiden Stockwerke für sich reserviert und zieht in diesen Tagen hier ein. Der König von Manchester, mit einem gigantischen Blick über seine ganze Stadt. And this was very much a marker. It was very much a signal. Dieses Gebäude ist zum Symbol geworden für den Wandel Manchesters. Auch international hat es geholfen, das Image der Stadt zu verändern. So kann Architektur auch hilfreich sein für das Marketing einer Stadt, um ihr Bild zu verändern. Und das ist, was Manchester braucht. Daran liegt ihm, denn er ist von hier ein echter Patriot, Sohn einfacher Textilarbeiter mit einer ziemlich steilen Karriere. Die 1800 Jahre alten Bäume für den wohnungseigenen Olivenhain zum Beispiel wurden eigens aus der Toskana importiert und mit gigantischen Kränen ins oberste Stockwerk gehievt. Ziemlich dekadent für ein ehemaliges Arbeiterkind. Ich hatte mich einfach in diese Idee verliebt, mit einem Glas Wein in der Hand durch die Bäume zu wandern und dabei 150 Meter über der Stadt zu sein. Und wissen Sie, ja, ich bin noch groß geworden in diesem alten Manchester. Meine Eltern waren Arbeiter in einer Textilfabrik. Und deshalb habe ich miterlebt, wie das alles zerfiel nach dem Krieg und die Stadt hier verkam. Und deshalb sind heute moderne Büros und Dienstleistungen die einzige echte Alternative. Die Stadt musste sich neu erfinden, denn das ist die einzige Zukunft, die Manchester heute noch haben kann. But that's the only future for a city like that, really. So sehen das nicht alle in Manchester. Vor allem die nicht, die sich noch als Teil der alten Arbeiterkultur begreifen und jetzt zwangsumgesiedelt werden. Seit hier nichts mehr produziert wird, hat die Stadt nämlich begonnen, viele der alten Siedlungen abzureißen, um das Terrain später an private Investoren zu verkaufen. Kevin ist der Letzte, der in seiner Straße noch wohnt. Monatelang hat er vor Gericht gegen die Stadt gekämpft und verloren und muss nun sein Elternhaus, in dem er aufwuchs, der Abrissbirne übergeben. Das hier sind meine Wurzeln. Hier bin ich geboren.
Die reißen dir ja einfach das Herz aus dem lebendigen Leib. Für die Stadt sind das einfach irgendwelche Kästen. Aber in diesen Kästen leben Menschen. Ich habe hier 46 Jahre gewohnt. Manchen Menschen ist das vielleicht egal. Aber da ist doch unser ganzes Leben, da ist doch unsere Seele drin. Ein anderes Symbol der Arbeiterkultur im Norden Englands, das zu verschwinden droht, sind die Blechbläserbands. Die Bellevue Brass Band ist eine der ältesten Manchesters und noch eine der lebendigsten. Jeden Samstag lädt der Dirigent und Boss der Band in den Versammlungsraum über dem Pub zur Probe. Nach sorgfältiger Bekämpfung des Biergestanks von unten, bevor man dann selbst ins Pub geht. Doch die Musik spielt hier mehr als nur eine Nebenrolle. Sie ist sehr ergreifend. Die Brassbands wurden hier in den Fabriken gegründet und waren das Herz unserer Kultur. Und das merkt man der Musik an. Die berührt dich ganz tief innen. Wenn ich Haare hätte, dann würden sie mir beim Dirigieren zu Berge stehen. Im richtigen Leben ist er Straßenpolizist und verteilt Knöllchen an Falschfahrer. Und manchmal würde er das sicher gerne auch hier tun. Vor allem dann, wenn seine Musiker mal wieder nicht den richtigen Ton treffen, was immer mal wieder vorkommt. Ein bisschen mehr musikalisches Gefühl bitte und vor allem nicht so laut. So ganz gelingt das allerdings auch beim zweiten Anlauf nicht. Und nach anderthalb Stunden Drill haben die meisten genug vom Leisespielen. Es liegt eben einfach nicht in ihrer Natur. Vielleicht ist das so, weil Manchester und wir hier im Norden von London immer als die armen Verwandten behandelt wurden und nie richtig anerkannt. Und das hier ist laut und lässt sich nicht unterkriegen. Und dann geht es wie jeden Samstag hinunter in den Pub, dem eigentlichen Zweck der Übung. Dass man gegenüber London einen Minderwertigkeitskomplex habe geschenkt, aber dennoch. Wir sind vor allem stolz auf unser Manchester. Wir haben das Geld gemacht, während die in London es einfach nur ausgegeben haben. Damals, als es die Fabriken noch gab. Früher sind wir alle morgens zusammen zu Fuß in die Fabrik gegangen. Heute fahren alle mit Autos kilometerweit irgendwo hin. Und der Geist unserer Viertel ist verschwunden. Es gibt noch nicht einmal mehr Kinder, die auf den Straßen spielen. Ich finde es kriminell, was sie mit dem Viertel hier machen. Alles einfach abreißen. Ja, sie bringen unsere Seele um. Die industrielle Revolution ist aber nun einmal Geschichte und die Zukunft liegt anderswo, auch wenn so viele in England nicht wissen, wo es hingehen soll. Und deshalb so viel lieber im Gestern leben. In einer Zeit, in der die Industrie und der Norden noch im Zentrum der Geschichte standen. Aber selbst die Kohle, die Brian ausliefert, kommt schon lange nicht mehr von hier. Abgepackt wird sie zwar noch hinter Manchester, aber das war's dann auch schon. Die Welt hat sich geändert. Und wir sind eben eine aussterbende Industrie. Auch die Chefin macht sich kaum Illusionen über die Zukunft ihrer Halde. Ihre Kinder sind längst fortgezogen. Wenn sie aufhört, dann war's das. Ganze Regionen haben sie hier oben geschlossen. Hat sich nicht mehr gelohnt, der Kohleabbau. Und alle ziehen weg in die Städte. Und wo kommt dann die Kohle her, die sie hier noch verkaufen? Die? Aus Russland und Kolumbien. Brian hat heute eine Großladung bestellt, fast 2 Tonnen. Gerade so viel, wie er auf seinem Boot transportieren kann, ohne in dem flachen und oft schlammigen Wasser der Kanäle später zu oft festzustecken. Auch wenn das Fahren, voll beladen, für ihn ab jetzt immer schwieriger wird. Die Kanäle sind halt irre flach und sobald man zu nah ans Ufer kommt, ist es vorbei. Sich dann wieder rauszuziehen, ist echt harte Arbeit.
Nur 30 Kilometer hinter Manchester Richtung Süden beginnt eine der schönsten Landschaften Nordenglands, der Peak District. Diese ganze Landschaft war früher im Privatbesitz des Herzogs. Aber als mehr und mehr Arbeiter nach Manchester kamen, gab es in den 30er Jahren einen riesigen Massenprotest. Das war ein ziemliches Ding hier auf dem Land. Denn das war jahrhundertelang ein eisernes Gesetz. Der Peak District gehörte dem Herzog von Devonshire und einzig die Bauern durften das Land nutzen und bewirtschaften. Nie hatte es ein Städter gewagt, das Gelände zu betreten, aber dann wurde es regelrecht gestürmt. Plötzlich und unerwartet tauchten mehr als 8000 Arbeiter aus den stickigen Fabriken der Stadt in den Hügeln auf und wehrten sich lautstark dagegen, dass ein paar Adlige die Natur als Privatbesitz reklamierten. Gordon Hallam, der letzte noch lebende Zeitzeuge, beobachtete den Protestzug als kleiner Junge von hier. Abends kamen sie dann alle über den Berg. Tausende. Ich erinnere mich noch, wie überrascht ich war, hier so viele Menschen zu sehen. Und dann gingen sie auf die Wildhüter los, die das Gelände verteidigen wollten. Und dann kam die Polizei auf Motorrädern und verhaftete viele von ihnen. Bis heute ist er, wie die meisten Bauern hier klar, auf der Seite des Grafen. Wenn ich nach Manchester fahre und durch die Vorgärten der Städter trampele, wären die auch nicht amüsiert. Und das hier war nun einmal der Garten des Grafen. Nur, dass der verbotene Garten eben die ganze Landschaft war. Der Kampf um das Wegerecht für alle dauerte viele Jahre. Erst 1949, Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, konnten die Arbeiter ihren Sieg feiern. Don Lee und seine Frau führen die Bewegung bis heute fort. Geändert habe sich aber seitdem im Grunde nichts in den Köpfen der Leute. Wenn wir hier lang gehen, spüren wir, wie sie uns beobachten. Sie spionieren uns regelrecht nach, wo wir lang gehen. Und jetzt, seit sie Handys haben, geht das um wie ein Buschfeuer. Sie sehen uns als Eindringlinge und sind einfach feindselig. Es ist immer noch dieses Klassendenken, das hier weiterlebt. Das ist Irrsinn im 21. Jahrhundert, aber so ist es hier. Fragt man in den umliegenden Bauernhöfen selbst, von wo jeder ihrer Schritte beobachtet wird, bekommt man nur zögerlich, wenn überhaupt, eine Antwort. Es sind mehr und mehr Menschen geworden, die jetzt hier über die Felder ziehen. Die meisten respektieren die Natur und das Land, aber leider gibt es eben doch immer einige, die es zerstören. Haben wir nicht immer wieder Leute gehabt, Harold, die die Mauern eingerissen haben, die Steine heruntergerollt haben? Es sind immer nur ein paar, aber die ruinieren alles. Das Land hier war ja aus gutem Grund nicht zugänglich für die Städte. Es war ja ein Jagdgebiet, auf dem wir Moorhühner für die Adligen gehabt haben. Und das war unser Einkommen. Jetzt aber, seit die Gegend für alle offen ist, gibt es keine Wildhüter mehr, keine Jagd und nichts mehr zu tun für uns. Stattdessen sind wir hier ein Freizeitgebiet. Im Pub von Hayfield, im Zentrum des Peak Districts, würde so auch keiner mit Don Lee und seiner Frau, den Eindringlingen aus der Stadt, jemals sprechen. Nur der Sohn des Wildhüters sagt, was alle hier denken, im Hinterzimmer. Sie haben uns bourgeoise Reaktionäre genannt. Ich sag Ihnen, was Sie waren. Sie waren ganz klar Kommunisten. Und ich wüsste nicht, was es daran zu bejubeln gibt. Ihr Emblem war und ist noch bis heute ein zerbrochener Zaun. Und ein zerbrochener Zaun heißt hier auf dem Land nur eins: Desaster. Wer immer also meint, quer durch die idyllische Landschaft Mittelenglands laufen zu müssen, der sei gewahr, die Idylle trügt. Städter sind hier nach wie vor nicht erwünscht. Wolverhampton, kurz vor Birmingham.
Jedes Jahr im Herbst treffen sich hier hunderte stolzer Bootbesitzer, um sich gegenseitig ihre wohlpolierten Schornsteine vorzuführen. Es ist eine sehr eigene, sehr kleine Welt. Brian hat seine gesamte Kohle bereits verkauft und wartet nun als Tankwart im Freizeithut auf weitere Kunden. Wo so viele Boote aufeinanderstoßen, wird eine Frage natürlich peinlich zentral im leicht prüden England, die Toilettenfrage. Die Antwort heißt Elaine und ihr Lavendelboot. Seit 16 Jahren ist sie die Klofrau der Kanäle, auch wenn das Boot nicht so riecht, wie es heißt. Denn tatsächlich duftet es nicht gerade gut hier. Ich habe sicher mehr Toiletten gereinigt als irgendjemand sonst auf der Welt. Keiner glaubt mir, dass ich das liebe. Alle sagen, es muss grässlich sein, aber das ist es nicht. Es ist der beste Job, den du hier haben kannst. Du darfst nur nicht so viel nachdenken. Manche dieser Klos stinken schon ziemlich, aber die meisten mischen jede Menge Chemie rein und dann geht's. Sie ist ein bisschen extrovertiert, aber ansonsten sehr freundlich. Es ist eine besondere Sorte Mensch, die hier lebt. Mit Nick und Sheena ist das auch so eine besondere Sache. Vor genau einem Jahr haben sie sich hier kennengelernt. Und weil sie sich außerdem beide in dasselbe historische Doppelboot verliebt hatten, kauft sie es kurzerhand gemeinsam. Wir kannten uns gerade 2 Wochen. Ich war eigentlich Kunstlehrerin. Aber ich habe ihn überredet. Und dann bin ich zu meiner Schuldirektorin und habe einfach gekündigt. Sie war ziemlich überrascht. Und so zogen sie los. Er vorne mit Motor und sie ganz romantisch hinten dran im Buddy, dem Hinterteil ohne Motor. Das gezogen wird und das traditionell für Frau und Kinder reserviert war, früher als noch ganze Kohlehändlerfamilien mit diesen Booten durch Nordengland fuhren. Was ich mir vorgestellt hatte, war zu malen, die Schönheit der Natur und der Kanäle. Vor allem die Brücken sind oft so malerisch. Nur, dass sich dann schnell herausstellte, dass Nick mehr sein Boot als ihre Liebe zur Natur verstand. Manchmal verschwindet sie mitten während der Fahrt unten in die Kabine. Heute Morgen habe ich versucht, elegant an ein paar Booten um die Kurve zu kommen, ohne jemanden aufzuwecken. Ich habe es geschafft und sie ist mitten reingefahren. Das Schlimmste ist, wenn sie dann auch noch versucht zu fotografieren oder zu zeichnen, wenn sie steuern soll. Ich kann ja nicht bremsen mit diesem Boot und ohne Motor ist das Steuern dann manchmal ganz schön schwierig. Denn sobald du einmal in die falsche Richtung driftest, kannst du nichts mehr machen und landest direkt im Ufer. Und dann schreit er mich an. Und schon ist es wieder passiert. Vor der nächsten Brücke hat Sheena die Kurve nicht gekriegt und steckt nun fest im zähen Uferschlamm. Und ich kann uns ja nicht rausziehen, ohne Motor. Und er hängt dann natürlich auch mit fest, heute bereits das 3. Mal. Und es dauert tatsächlich eine geschlagene halbe Stunde, bevor es weitergeht. Ich nenne es die Buddy-Krankheit. Irgendwie scheint das Leben ohne Motor aufs Gehirn zu gehen. Ich kann ja aber auch nie mit ihm sprechen. Er ist nämlich halb taub von dem Motorlärm. Und so kann es manchmal ziemlich einsam sein zu zweit auf dem Kanalboot. Ein Paar sind sie jedenfalls schon lange nicht mehr. Aber wenn ich mich beschwere, sagt er einfach, such dir doch ein anderes Boot. Aber davon gibt es kaum mehr welche und das weiß er. Nein, ich habe mich nun einmal entschieden für dieses Leben. Und jetzt muss ich eben das Beste draus machen. Das Leben ist zu kurz. Es hat eben alles seinen Preis, auch das Leben in der Vergangenheit. Es gibt allerdings Menschen, die das noch viel weiter treiben. Menschen, die sich an Wochenenden an den Kanälen treffen, um Zweiter Weltkrieg zu spielen. Und das selbst bei strömendem Dauerregen.
Der Löschbrigade ist der Regen egal, sie wären sowieso nass geworden, auch wenn ihr Einsatz bei dem Wetter natürlich nicht so richtig Sinn macht. Doch, es kann brennen, wenn es regnet. Und wir müssen das Dorf schließlich verteidigen. Es ist eine schwere Arbeit, aber jemand muss das tun. Denn die Luftangriffe, allzeit präsent aus dem gegen den Regen sorgfältig geschützten Lautsprecher, kommen näher. Eine ernsthafte Bedrohung für das kleine Dorf, flüchten will aber niemand. Die Bombenangriffe werden bald vorbei sein. Sie haben uns bis jetzt noch nicht getroffen, deshalb harren wir aus. Normalerweise fliegen sie an solchen Tagen durch bis Coventry. Denn das ist kein Spiel hier. Tausende Briten verbringen so jeden Sommer ihre Wochenenden. Und das ganz ernsthaft. Ich denke, wir feiern unsere Geschichte mehr als die Deutschen oder Franzosen. Wir sind eine stolze Nation und wir mögen es, dass die Leute unsere glorreichen Tage nicht vergessen, die, in denen wir die Kriege noch gewonnen haben. Innen im Café spielt er seit dem Morgen die Musik dazu. Romantisch-sentimentale Lieder aus dem Krieg, aus der Zeit eben, als die Welt für die Briten noch in Ordnung war. Damals war alles noch einfacher, war es nicht so? Ja, und der Zusammenhalt war ein anderer. Und die Mode war natürlich auch viel schöner. Einfach eine bessere Zeit, friedlicher meinen sie. Nun gut, es war ja auch nur der Zweite Weltkrieg. China ist bei dem Lärm erst gar nicht aufgetaucht, Nick hingegen schon seit 6 Uhr unterwegs. Er war selbst beim Militär, bevor er aufs Boot umstieg. Ihm gefällt, was er hier sieht. Ich mag diese Zweite Weltkriegswochenende. Wir feiern immer ganz besonders die Frauen der Oberklasse, die damals, als wir an der Front waren, auf den Booten richtig hart geschuftet haben. Die haben keine Sperenzien gemacht, sondern richtig zugepackt und waren sich für nichts zu schaden. China würden wir frühestens am Nachmittag zu Gesicht bekommen, beim 40er-Jahre-Tea-Dance oben im Dorf. Das sei eher was für sie, dafür aber nichts für die Wache vor der Tanzhalle. Da gehe ich nicht rein. Ich sitze lieber hier draußen in meinem Jeep, weil ich einfach nicht tanzen kann. Ich bin einfach zu groß, da bleibe ich lieber hier draußen. Innen drin ist die Stimmung bereits kurz vor dem Höhepunkt. Und hier finden wir auch China, das erste Mal glücklich und entspannt, am Rande der Tanzfläche. Ich habe jetzt einfach mal eine kleine Pause hier. Mit Musik und netten Menschen. Man muss, wie gesagt, immer nach vorne gehen. Nick wird die ganze Zeit am Boot herumschweißen. Ich bleib einfach hier. Das ist mal ein Hoffnungsschimmer. Schade nur, dass der nette Herr an ihrer Seite kein historisches Boot hat, um sie einfach davonzuziehen. Und so werden Nick und China wohl noch eine ganze Weile aneinander gekettet über die Kanäle ziehen. Unzertrennlich sozusagen, ein trautes Paar, gefangen im Gestern. Ankunft in London, dem Hauptzielpunkt der Frachtboote von einst. Seit der Bankenkrise herrscht im Finanzzentrum Europas Nervosität wie nie zuvor. Die Kreditkrise und ihre Folgen haben Opfer gefordert. Nichts wird hier jemals wieder so sein wie während des Booms der 90er. Aber wenn man nur einen Moment innehält und nach unten schaut, dann entdeckt man sie auch hier, die versteckte Welt der Kanäle. Mitten in der City herrscht hier wieder ganz plötzlich Gelassenheit, auch wenn die Menschen, die hier auf den Booten leben, ganz andere sind als im Norden Englands und auch andere als die, die direkt über ihnen wohnen. Viele leben hier, weil sie eine Wohnung in London nicht mehr bezahlen könnten. Viele sind Künstler und Musiker wie wir. Charlie und Justine sind die Caesarians, eine kleine, aber feine Band, die in den Szene-Pubs im Osten Londons auftritt. Sie ist der Boss und komponiert, geprobt wird auf dem Kanal.
Wenn wir langsam fahren, dann öffnet sie manchmal die Fenster und ihr Klavier schallt dann quer über die Kanäle. Es ist eine innere Ruhe, die ich hier habe für unsere Musik. Ich spiele sowieso lieber die leisen Stücke. Und wenn wir so durch London fahren, dann entstehen oft eher sanfte, melancholische Lieder. Vielleicht hat das auch mit dem Wasser zu tun. Solange Sie so unterwegs sind, müssen Sie keine Steuern und auch keine Liegegebühren für Ihr Boot zahlen. Ein Leben ohne Zwänge. Aber auch ohne jedes Geld. Wir sind richtig arm, aber man muss sich entscheiden im Leben. Und natürlich hoffe ich schon, dass wir eines Tages auch mal was abkriegen von all dem Geld da oben. Aber immer noch besser so, als etwas zu tun, das ich hassen würde. Diese Welt aber haben Sie täglich vor Augen. Seit mit dem Boom der letzten Jahre alles immer teurer wurde in London, seitdem sind auch die Kanäle begehrtes Wohnland für die Superreichen geworden. Und vor deren Haustür liegen natürlich keine Kanalboote mehr, sondern millionenschwere Yachten. People gambling. Lauter Leute, die mit dem Geld anderer gezockt haben, davon irre reich geworden sind und jetzt irre aufgeregt, weil sie ein bisschen weniger reich werden gerade. Irgendwie ist das auch ein Männerding, dass die sich da oben alle immer beweisen müssen. Zurzeit gibt es allerdings nicht mehr viel zu beweisen in der City, dem Londoner Finanzdistrikt. Die jetzt noch nicht entlassen sind, fürchten sich vor dem nächsten Tag oder betäuben sich, so gut es geht, im Pub. Die ganze Wirtschaft hier wird noch viel weiter den Bach runtergehen. Das Schlimmste ist noch lange nicht vorbei. Das haben wir noch vor uns. Dieses System hat immer auf zwei Pfeilern geruht, der Gier und der Angst. Und im Moment sind wir nun mal gerade in der Phase der Angst. Jonathan Ness hat das längst hinter sich. Er war Banker, ein sehr erfolgreicher zudem. Dann stieg er aus, zwangsweise, nach einem Nervenzusammenbruch. Und gründete eine Hilfsorganisation für psychisch kranke Manager, die mittlerweile 2000 Unterstützer hat. Wenn er heute durch den Finanzdistrikt zieht, dann nur noch, um die Seelenlage der Ex-Kollegen zu überprüfen und Hilfe anzubieten. Habe ich Sie jetzt noch mehr gestresst? Unter psychischem Druck? Was tun Sie dagegen? An guten Tagen kommt er ins Gespräch mit den Bankern, schließlich weiß er, wovon er redet. Wenn du jahrelang auf nichts anderes konzentriert bist als Geld, wie ein Scharfschütze auf sein Ziel, und sich dann plötzlich alles in Luft auflöst, dann ist das eine psychische Katastrophe, die bei ganz vielen hier direkt in die Depression führt. Freiwillig ausgestiegen ist Jonathan Ness nicht. Es war ein langer Weg, der mit einer Katastrophe begann, und zwar genau hier vor dieser Kirche. Hier haben sie mich verhaftet. 6 Polizisten standen hier um mich herum. Ich dachte, seltsam. Aber ich war krank und wusste es nicht. Und die meisten hier sind krank und wissen es nicht. Agieren und agieren und bekommen nichts mehr mit von dem, was um sie herum passiert. In dieser Kirche kommen manche zur Besinnung. Banker, Geschäftsleute, die wirklich krank oder eigentlich nur sehr unglücklich sind, die gehen da rein, ziehen ihre Jacke aus und brechen in Tränen aus. Nachdem er aus der Psychiatrie entlassen war, bot ihm der Pfarrer der Kirche einen Raum unter dem Altar an. Und dort habe ich unsere Organisation gegründet. Zu Beginn waren wir 6, heute sind wir über 2000 Leute. Und dabei kann man mitten in London auch so ganz anders leben. Es sind übrigens nicht nur Aussteiger oder arme Musiker, die hier auf den Booten wohnen. In Little Venice wohnt zum Beispiel Mary Maleshak. Im richtigen Leben ist sie eine hohe Anwältin am Gericht, aber sie lebt einfach lieber hier. Im Schatten prächtiger Villen, mitten zwischen Promis und Superreichen
und gleichzeitig fast unbemerkt von ihnen. Da drüben lebt der Bruder von Prinzessin Diana und auf der anderen Seite hat Kate Moss ein Haus gekauft. Es ist eine sehr reiche Gegend und wir leben mittendrin, aber ganz bescheiden. Ihr Boot ist ganze 2,10 Meter breit, wie alle Kanalboote in England. Mary Maleshak reicht das. Sie mag kleine Dinge, vor allem, wenn sie alt und sinnvoll sind. Es ist einfach sehr gemütlich und freundlich. Und ich habe alles um mich herum, ohne groß suchen zu müssen. Und als Spiegel dient hier ganz einfach der Kochtopf. Der reicht und man sieht immer gut aus in ihm, weil das Bild nicht so scharf ist. Du siehst gerade mal, ob deine Haare okay sind. Darum muss sie sich bei Gericht wenig kümmern. Bei wichtigen Prozessen trägt man in England nach wie vor eine Perücke. Es gibt so viele Traditionen in England, an denen wir einfach hängen. Die Perücke ist eine davon. Aber auch die Dinge, mit denen man lebt, sind oft noch aus dem 15. Jahrhundert. Hier wurde ja nichts zerstört. Und da auch Mary eben an Dingen hängt, die alt und sinnvoll sind, fährt sie oberhalb der Kanäle in einem ausgemusterten Taxi durch London. Allerdings nur zu ihrem eigenen Vergnügen. Das Beste an ihm ist, dass es seinen Weg ganz alleine findet. Es kennt sich aus in London und bringt mich immer dorthin, wo ich hin möchte. Wie ganz von selbst. Bevor sie aufs Boot umstieg, lebte Mary in Notting Hill auf der Portobello Road, die sie heute oft kaum mehr wiedererkennt. Vollgestopft mit Touristen und überteuerten Antiksouvenirs ist das alte Hippie- und Immigrantenviertel heute glatt und schick geworden und dabei, wie so viele Ecken des alten Londons, sein Gesicht zu verlieren. Leben würde Mary heute nicht mehr hier. Es gibt keine normalen Läden mehr hier in Notting Hill. Da drüben ist noch ein letzter kleiner Shop, der versucht durchzuhalten. Aber ansonsten ist alles nur noch schick und teuer hier. Wenn man die echte Seele der Londoner Märkte noch erleben will, muss man heute in den Osten Londons nach Hackney. Wo die Szene lebt und wo es noch ein paar Läden gibt, wie Rob's Pie & Mash Shop, der hier seit 100 Jahren existiert, aber auch schon zu kämpfen hat, gegen Ciabatta und Cappuccino. Dieses London ist nicht mehr meins. Ich überlebe nur, weil meine alten Kunden, die echten Eastender, von überall herkommen, um bei mir zu essen. Es ist allerdings auch speziell, was man in Robs Laden bekommt. Pie and Mash, das alte Londoner Arbeitergericht. Teigtasche mit Kartoffelbrei und grüner Soße. Keine 2 Pfund kostet das Ganze. Und auch wenn es nicht wirklich nach sehr viel schmeckt, es macht satt. Und wer hier geboren ist, schwört darauf. Das ist, was wir jeden Tag gegessen haben, als ich noch ein Kind war. Ich bin quasi aus diesem Zeug gemacht. Es ist ein Jammer, dass es diese Läden immer seltener gibt und das alte London so ganz verschwindet. Das, was jetzt den einst eher vergessenen Osten Londons so verändert, sind die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2012, die hier keiner haben wollte. Die ganze Ecke wird hier dadurch zu teurem Bauland. Rund um die Kanäle wird alles zugepflastert und die Natur dadurch total zerstört. Dabei ist das ein echtes Biotop da draußen rund um die Kanäle, aber jedes Mal, wenn wir da lang gehen, ist ein bisschen mehr planiert. Denn eigentlich gehörte der Osten hier bis vor kurzem den seltenen Pflanzen und schrägen Vögeln. Bis vor kurzem gab es hier noch große Flächen, die völlig naturbelassen waren. Sumpfgebiete, in die sich jetzt die Riesenbaustelle Olympia hineingräbt. Hillary und ihre Freunde beobachten das Verschwinden ihrer Gegend mit Skepsis. Ich habe die Pläne gesehen und das wird hier alles wie eine Weltraumsiedlung.
Und das macht mir Sorgen, dass das hier alles kalt und uniform wird. Und das, was diese Gegend hier ausgezeichnet hat, die Anarchie, die Kanäle und die Natur, einfach verschwinden am Ende. Das teuerste Brachland ist das rund um die Kanäle, eine seit Jahrzehnten verwilderte Industriegegend, in der die Natur sich längst wieder durchgesetzt hat. Klar war das mal eine Industriegegend. Und mit dem Argument haben die Olympia-Leute auch alle Bedenken von uns Anwohnern zur Seite gefegt. Aber in Wirklichkeit hat sich hier längst ein wunderbares Biotop entwickelt. Hier draußen im Osten, unten an den Kanälen, haben auch Charlie und Justine ihr heimliches Hauptdomizil. Aber auch ihr Paradies ist längst eine Großbaustelle. Anders als Hillary können sie allerdings einfach ihr Boot nehmen und weiterziehen. Aber noch ist es nicht so weit. Heute wird geprobt mit der ganzen Band für das nächste Konzert. Kennengelernt haben sie sich hier auf den Kanälen. Sie alle leben auf Booten und haben das Leben in lauten Gitarrenbands so satt wie den Lärm der City. Die Huperei, die Ambulanzen, London ist so laut. Aber hier sind wir mittendrin. Und dennoch ist es so friedlich. Und gerade für uns als Musiker ist das so wichtig. Ich weiß noch, als ich Allison das erste Mal hierher brachte und wie sie geguckt hat, als wir über die Brücke kamen. Es war irre. Wenn du jung bist, ist das okay, laute Sachen zu spielen, Krach zu machen. Aber irgendwann wird das langweilig mit der Zeit. It's boring, you know, you get bored and you need something. But I find the energy of und ich finde außerdem, dass das, was wir jetzt machen, viel jünger und viel kraftvoller ist als das, was wir früher gemacht haben, als wir noch jünger waren. It's very organic. Justines Stücke sind einfach sehr gefühlsbetont. Und dabei aber voller Leben. Ganz tief und ruhig. Flux, life. So wie das Leben eben. Verdammt vielschichtig. There's different layers. One, two, three. Everyone's thinking about when it will all be over. And will it ever happen to our queen? Es ist eine andere Welt. Eine verborgene Welt. Im Schatten der großen Städte. Die Welt der Kanäle und der Menschen, die auf ihnen leben. Eine Welt, in der der Wahnsinn von heute noch nicht begonnen hat. Eine Welt, in der Langsamkeit, die Melancholie und das Gestern regieren. Und das auf allerbeste Weise. Wishing we could have lived some of those dreams.